Erfolgreich durchstarten als Frau, was heißt das eigentlich? Wie beim Tennis. Beinarbeit, flexibel bleiben. Und dann kriegen wir den Ball schon auf die andere Seite. Ich habe so viele Praktika, ich glaube, das ist eine Generation Praktikum, einfach so viele Praktika gemacht. Aber rückblickend hat mir das extrem geholfen, um wirklich zu verstehen, was wird denn da gemacht? Man hört hier ganz oft diesen Begriff von Sisterhood. Und den gibt es natürlich auch in Unternehmen. Einfach erstmal freimachen von sowas, einfach nur indem er sagt, hey, der Kaiser hat keine Kleider an. Und bin von diesem Teppich hin und her gerollt und bin dann so liegen geblieben auf dem Rücken, ein bisschen wie so eine Krabbe. Und habe dann einfach zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich kündige meinen Job. Ja, mit den richtigen Herzensthemen macht es auf jeden Fall Spaß, den Akku eben leer zu machen und wirklich alle Energie und alles reinzuhängen. Und man wächst und wird stärker und das ist am Ende doch dann sehr bereichernd, wenn es manchmal hier und da schon wehtut. Ein bisschen wie Kickboxen wahrscheinlich. Ich habe wieder so eine kleine Office-Situation für euch konzipiert. Also hier ist euer Office-Stuhl oder euer Schreibtisch, je nachdem, was ihr so habt. Die Aufgabe, die wir gemeinsam zu lösen haben, ist ja, dass ihr das bekommt, was ihr verdient und nicht das, was euch vielleicht im ersten Schritt einfach angeboten wird. Bescheidenheit ist da im Zweifelsfall ein bisschen fehl am Platz, gerade wenn es eben um die Gehaltsvorstellungen geht. Was wir irgendwie versucht haben, jemandem mitzugeben, wenn man dort sitzt und verhandelt, sich nicht vorstellen, dass es um einen selbst geht, sondern stellt euch vor, ihr verhandelt für eure beste Freundin. Nicht wollen ist infantiles Verhalten. Sobald du erwachsen wirst, sagst du, ich möchte das. Und das hat was mit Mut zu tun und das kann scheitern. Und dann kannst du enttäuscht werden. Klingt bombig. Mit der nächsten Einatmung führt die Arme über den Kopf. Jetzt bringt den linken Arm nach vorne, den rechten Arm nach hinten. Atmet aus, wenn ihr könnt, schaut zur Hinten. Was kann ich denn machen, um mich gut zu vernetzen, vielleicht in meiner Firma und oder drüber hinaus mit anderen Frauen? Es gibt da einen sehr schönen Begriff und das ist auch echt ein Appell an alle. Seht zu, dass ihr eine Frauenfrau werdet. Kooperieren ist zum Beispiel eine absolute Stärke von Frauen und das wird denen immer nachgesagt. Deshalb, kooperieren ist sozusagen die Basis des Netzwerken. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, so Identitäten zu schaffen. Ne? Also du bist nicht nur die Karrierefrau, sondern vielleicht bist du die beste Freundin und die, was weiß ich, Hundehalterin. Ich würde definitiv mir selbst nochmal ran, vertrau wirklich mehr auf deine Intuition, auf deine innere Stimme und das, was dein Bauch dir sagt.